Crazy Junkie Games hier und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ja, wir sind als letztes an dieser Scheißstelle hier stehen geblieben und müssen jetzt wirklich mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Das wirklich pure Scheiße ist. Es ist einfach nur, ja, also das Scheiße fast quillt über. Es stinkt einfach nur. Ich weiß, ich laber gerade nur Scheiße, aber... Irgendwie muss das doch zu bewerkstelligen sein. Jetzt geht die wieder da unten lang. Und das ist gerade das, was ich nicht so mag. Ja, jetzt bin ich aber tot. In der Zwischenzeit, wo der Typ, wo ich mich mit dem Typen gekümmert habe. Also entweder ich werde von dem einen getötet, während ich mich um den einen kümmere, oder ich werde von dem anderen wiederum getötet, wenn ich mich um den anderen kümmere. Ja. Gewurschtel. WTF, was war das denn jetzt schon wieder? Das war jetzt schon wieder Instant Death. Das ist total dämlich. Ja, ich wollte das Spiel halt auch auf schwierig durchspielen. Der bleibt ja stehen, das ist ja scheiße. Ich dachte, der wird hier vielleicht irgendwie hinkommen oder so. Dann kann ich mich um den kümmern, weißt du? Aber nö, der bleibt da einfach stehen. Und der steht da. Ja, schön Position halten. Kannst du dir einen Arsch stecken? So, renn, Lauf Forest. Wieso stellt die sich immer da oben drauf? Wieso macht die das ständig? Das ist total dämlich. An sich wird's so klappen. Wenn die blöde Kuh nicht oben auf diese Stange springen würde. Los, los, los! So, nochmal. Bam. Hier stehe ich jetzt nun, zack, du kannst mich nicht sehen, du wechselst deine Position und gehst jetzt dahin. Von hier aus renne ich wieder meinen gekonnten Weg. Hier lang, Treppe nehmen, um mich um den Arsch da oben zu kümmern. Ich hoffe, diesmal wird sie nicht auf die Stange springen. Okay, da kann mich jetzt schon so killen. Also, das ist wieder einer der Beispiele dafür, was Sinn macht und keinen Sinn macht. Spring! Ich hab eine Knarre. Halt dich! Okay. Scheiße. Gib mir eine neue Knarre, verdammt nochmal. Oh, geschafft. Das war wirklich eine schwierige Stelle, ohne Scheiß. Also das war echt... Um ehrlich zu sein, habe ich gerade sogar einen Teil des Videos weggeworfen, weil ich saß da gerade noch 10 Minuten dran und war nur am Rumfluchen. Gut, jetzt muss ich zusehen, wie ich da hinkomme, da reinkomme. Ich denke mal, ich muss da oben ins Büro hinein. Oder, ja, ich denke mal, ja, hier da. Gut, die Scheiben kannst du schon mal nicht kaputt schießen. Ah, die Tür ist offen. Gut, dann weiß ich ja, was ich tun muss. Boop. Und dann über das Geländer und hier rein. Reaktion auf den Mord an Robert Hope und den Umstand,
So. Was steht hier denn? Milton, someone claiming to be your brother called himself the janitor or something, wanted to talk about a diploma, seemed a bit nuts, Owen. Das sind diese kleine Hintergrundgeschichte mit so einem Typen, der irgendwie nicht mehr später arbeiten geht oder so, der wird später geknebelt und was auch immer, ich weiß nicht mehr ganz genau. Was steht hier denn? Eine Dice-Tasse, die brennt. Eine, die qualmt. Gut. Haben wir diese Scheißstelle geschafft? Ja, wir stoßen gleich auf ordentlich Party. Wie man schon hört. Und büpp. So, jetzt lädt er gleich wieder den nächsten Levelabschnitt. Ah. Mein Kopf juckt. So, Flöhe. Nein. Packaging Area. Dann wollen wir unseren Koffer abholen. Ey, der Flughafen, der ist ja echt... sieht echt komisch aus. Nach den Plänen. Na gut. Verlasse ich mich mal auf die Pläne. Decke. Ist hier irgendwas in der Decke? Da kann ich wieder nicht durch. I don't understand it. Die Tür ist rot. Ich kann nicht hier durch. Gut, muss ich einen anderen Weg finden. Das ist mir schon klar. Ist das ein Elektrozaun? Nee, das ist keiner. Kann ich so rüber. Ich denke mir, hier kommen gleich wieder Bullen. Hier irgendwo werde ich gleich noch meinen Spaß haben. Das weiß ich jetzt schon. Na. Du bist eine blöde Kuh. Weißt du das eigentlich? Schnell, bevor sie dich finden, Faith. Ach ja, gut. Ich bin dann auch noch unter Zeitdruck. Ach, ich kann auch so hoch. Gut, danke schön, dass mir das jetzt jemand sagt oder zeigt oder wie auch immer. Was soll ich hier? Licht! Ja, es gibt ja scheinbar irgendwie mehrere Möglichkeiten. Und hier kommen wohl nachher Zeit Bullen oder sowas. Wenn er sagt, ja, beeil dich, oder sie werden dich finden, oder das sagt er nur so, I don't know. So, irgendwie muss ich mir einen Weg hier hochbahnen. Na gut, das war wohl alles nicht ganz richtig. Nein, scheiße. Gut, da können wir das nochmal machen. Ich muss da oben irgendwie drauf kommen. Das ist jetzt schon mal klar. Das siehst du auch. Und es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten von Wegen, die du nehmen und nutzen kannst. Musst du erstmal herausfinden, welcher Weg denn der richtige ist. So ein bisschen wie ein Labyrinth. Achso, hier kann ich ja auch, aber... Kann ich hier hoch und dann kann ich... Kann ich nicht. Kann ich doch, aber von hier aus. Muss ich nicht nach ganz oben. So, und ich würde mal sagen, wir müssen hier jetzt rüber. Ja, wenn du blöde Kuh nicht mit deinem Dickschädel oben an dieser blöden Pissmetallstange hängen bleiben würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Ach, Mensch, das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann hier so doch hoch. Dann kann ich hier rüber balancieren. Gut, da können wir nicht lang. Dann werden wir wohl hier lang gehen. Tun müssen. Achso, hier ist ein Loch. Zack, und wir sind drin. So, jetzt können wir die Tür auch öffnen. Dann haben wir hier den Durchgang. Und ja, dann machen wir erstmal hier jetzt bei der Telekom das Internet aus. Ich glaube, da würden die Kunden nicht so drüber freuen. Förderband-Hauptschalter, achso, dann können wir durch die Förderbänder. Aber ich denke mal, da können wir jetzt gleich bullen oder so. Ich wette drum, irgendwas kommt. Es kann sich einfach dabei bleiben. Dass du mal ganz angenehm und gekonnt hier auf die Förderbänder kannst. Nicht autorisierte Aktivierung des Stroms im Anlagenbereich. Einheiten 2 und 8, Supportbereich A2 sicher. Was sage ich?
Der Zentrale, da wollen wir ja auch hin. Willst du gleich unter dir sein? Unter mir? Nein, hier kann ich nicht lang. Oder? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Nein. Fräulein? Du, dass du immer auf der Stange springen musst. So, jetzt kommen wir hier die Leiter runter. Es geht auch alles schön flott und flockig von der Hand. Nee, da müssen wir nicht hin. Sind wir hier schon richtig? Alter, was die an Farbe verbrauchen müssen. Was die an Farbe verbrauchen müssen. Es sieht ja cool aus, aber was die an Farbe verbrauchen müssen. ja, einen gekonnten Wallrun. Der ist ein bisschen sicherer. Dann weiß ich, bleibt nirgendwo unbedingt hängen. Ja, nehmen wir hier die Leiter. Ich hätte auch von da oben schon springen können. Uiuiui. Puh. Alles gut. Mich daneben gesprungen, hat alles geklappt. Da bin ich doch mal glücklich. Was ist denn hier los? Yeah, I know, I don't... Ja, das ist, gehört wieder zu der Hintergrundstory und so. Aber was haben wir hier? Lastenaufzugsteuerung. Das aktivieren wir natürlich. Wir wollen ja hier raus, wollte ich gerade sagen. Das können wir wahrscheinlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Wird irgendwo was sein. Na komm. Faith. Runter, runter. Ach, jetzt sind wir hier in der Zentrale, würde ich mal sagen. Security, HR, Research, Finance und ICR Facility. Ja, sieht nämlich so aus. Schick, schick. Mich ein bisschen an Black Mesa, nur in bunter und fröhlicher. Aber sonst, Half-Life 3. Joa. Ja, genau. Und da sind wir dann auch bei der Hintergrundstory. Der Typ hat immer, der hat irgendwie, das ist so ein Wissenschaftler oder irgendwie eine ganz wichtige Person war das, meine ich. Und der Typ kam später aber nicht mehr zur Arbeit. Er hat immer in sein E-Mail zu seinem Kumpel oder sowas geschrieben. Ja, ich habe keinen Bock, das wird schon keiner merken. Ich krieg schon keinen Stress und so. Aber dann wird der Typ später geknebelt und ja, das müsste dann auch sein, der da sitzt. Und gefoltert und so. Ist recht witzig. Ist ganz cool gemacht. So. Push the button und hoch mit uns. Bäm. Fette Sache hier. Das ist die Telekom-Hauptzentrale. Das werden wir gleich alles ausmachen. Jackpot. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Schön. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder gesteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Attentäter auf uns angesetzt. Alles okay da oben? Das ist ja super. Ich bin grad nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu ja sein, also mach, dass du da rauskommst. Ich will auch langsam hier raus, nicht, dass die ganzen Bullen gleich kommen oder so. Die werden sowieso kommen, dann müssen wir nämlich, denke ich mal, hier unter Druck gleich ganz schnell hier rausklettern. Der Fuß ist aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Nichts wie raus, ja, bitte. Andere Runner oder sowas, das ist jetzt diese Spezialeinheit. Und diese Typen sind richtig strange und ich mag die nicht und ich... Die haben doch, meine ich, nur ein Messer, oder? Ah ne, die haben eine Pistole. Nur denen kannst du die Waffe nicht stibitzen. Die Typen sind zu schnell. Ah, ich hasse nur das, wenn man... Gut, das mag nicht wirklich jemand, jeder, also jemand... Wenn du irgendwie von ein paar Spassis oder von irgendwas verfolgt wirst. Was ja auch logisch ist, sag ich mal. Gut, hier geht's ja noch. Das sind nur diese Runner. Aber jetzt so, ne? Ist an sich ja das gleiche wie bei Slender. So, ich muss mich jetzt immer schnell für den richtigen Weg entscheiden. Und schnell hier raus. So, das ist auch schon die Türe.
Und bam. Tschüss. Ja, ich bin halt doch ein bisschen zu schnell. Ich werde halt nicht trainiert da drauf. Ich kann das seit meiner Kindheit an oder so. I don't know. Vorgeschichte von Faith. Wäre auch ein bisschen interessant, weswegen die so ist und so. Liebe Modbase, macht ein Prequel zu Mirror's Edge mit der Source Engine oder so. Irgendwie kriegt er das schon hin. Nein, I don't know. Ja, aber geil. Och, jemini. Tür, als ob ich die Tür nehme, ey. Wenn die schon hier mir das Fenster schön öffnen. Ey! So, der wollte gerade, die wollte keinen Sprungkick machen. Oh, die sind ganz nah hinter mir. WTF! Der konnte das so. Das kann ich wahrscheinlich auch, nur... Bewegung, Bewegung! Leg dich nicht mit denen an, lauf! Ja, ja, ich bin dabei, Merc. Genau, so ist er. Das könnte ein Weg raus sein. Fuck, Alter, das war so knapp. Ich hätte vorher auf das andere Gebäude springen sollen, aber egal. Wuhu! Los, komm, 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 komm. So. Ich bin gerade sehr überrascht von mir selber. Gute Arbeit. Ich habe die Wege sehr schnell und einfach gefunden. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Und da rennt sie, unsere liebe Faith. Ja, sie rennt immer noch. Damn, der Hafen. Aber bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Ach ja, das gute Schiff. Das ist hier auch so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber das seht ihr erst im nächsten Part von Let's Play Mirror's Edge. Ja, Crazy Junkie Games. Und würde sagen, bis zum nächsten Teil von Mirror's Edge. Ciao, ciao.